Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, ich spreche im Namen von uns allen, wenn ich gute Genesungswünsche an Volker Schlotmann hier mal ausspreche, der im Moment krankgeschrieben ist. Mit ihm hätte ich mich heute gerne über seinen Einzelplan gestritten. Positiv kann ich gleich an Anfang stellen, ist das Thema Lückenschlüsse für das Thema Radverkehr. 15 Millionen sind eingestellt worden. Ich weiß, dass ihm das auch besonders immer am Herzen gelegen hat. Er ist auch ADFC-Mitglied und da haben wir natürlich als Grüne durchaus das Gefühl, dass wir da einen Beitrag leisten konnten, weil unsere Abgeordnete Jutta Gerker dazu auch eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion durchgeführt hat. Ob wir das jetzt ausgelöst haben, weiß ich nicht, aber ich will es ausdrücklich loben. Ich freue mich, dass es so drin ist. Aber worüber ich mich gerne mit ihm gestritten hätte heute, ist das Thema Landesenergieplan. Es geht also einfach darum, es war angekündigt worden, zum Jahresende soll dieser Plan kommen. Da ist jetzt jahrelang, kann man wirklich sagen, dran gearbeitet worden. Wir haben das sehr kritisch begleitet. Und der ist deswegen wichtig, weil wir tatsächlich jetzt einen erheblichen Mittelaufwuchs haben beim Thema regenerative Energien, Zuschüsse, Kredite. Und wir brauchen natürlich eine Idee, wie wir das Ganze sinnvoll einsetzen. Und nicht einfach sagen, wer sich jetzt meldet, kriegt das Geld, weil dadurch kriegen wir das halt umgeleitet aus EU-Mitteln in landeseigene Mittel. Den Gedanken haben wir durchaus verstanden, fanden ihn auch ganz interessant, sehen aber, dass angesichts der absolut niedrigen Zinsen das zurzeit kein Erfolgsmodell ist. Wir sind gespannt, wir haben ja unseren Antrag vorgelegt, ich denke, wir sind uns einig, ab Jahresende müssen wir da anders rangehen, ansonsten gehen uns unter Umständen sogar wirklich Mittel für unser Land verloren und das wäre eine Situation, die keiner von uns will. Das andere Thema, wozu wir auch einen Änderungsantrag gestellt haben, ist das Thema Südbahn. Und auch da, muss ich deutlich sagen, lag ich mit Volker Schlotmann deutlich überquer, weil Volker Schlotmann hatte Zahlen recherchiert, die aus seiner Sicht nur den einzig sinnvollen Schluss zuließen, es lohnt nicht, dieses Projekt zu erhalten. Man macht an den beiden Bahnstrecken Rostock-Berlin und der Richtung Hamburg, da macht man den Zubringerverkehr, in der Mitte kann man gut ein Stück rauskürzen, das würde über 40 Millionen kosten, das können wir uns sparen. Was ich allerdings in der letzten Woche, wir waren bei einer Veranstaltung, Herr Eifler und Herr Kolpin und Jochen Schulte, VDN war das, also die Nahverkehrsbetriebe haben sich da zusammengesetzt mit einem Kreisvertreter. Und da hatte ich den Eindruck, bin ich plötzlich der aus weiter Flur der Einzige, der für die Südbahn kämpft. Weil die ganzen Busunternehmen, hätte ich ja vermutet, das war mir klar, dass die Busunternehmen sagen, wir finden es besser, alles auf Busse umzustellen, zumal sie billiger sind, ähnlich ökologisch, was weiß ich nicht. Aber dass auch der Vertreter, der zuständige Beigeordnete, ganz klar dafür geworben hat, das Bussystem zu machen, das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das muss ich auch deutlich sagen an die vielen Menschen, die sich momentan da sehr stark engagieren, worüber ich mich sehr freue. Und ich glaube, dass so ein Druck auch was auslösen kann. Aber der Druck ist nicht nur hier in Schwerin notwendig, der ist aus meiner Sicht ganz besonders in den Kreisverwaltungen und Kreistagen notwendig. Dort werden überall wohlfeile Beschlüsse gefasst zum Thema Erhalt der Südbahn. Wenn es aber hart auf hart geht, nämlich um die Frage, wer transportiert die Schüler? Kommen die auf die Bahn und werden mit Bus nur zur Bahn gebracht? Oder lassen wir sie gleich im Bus sitzen, weil wir unsere kreiseigenen Nahverkehrsbetriebe dadurch natürlich besser und auskömmlicher finanzieren können? An dieser Frage scheitert momentan die Südbahn. Und da sind jetzt wirklich auch das Signal in die Kreistage hinein. Setzt euch bitte mit euren Kreisverwaltungen zusammen, diskutiert das und macht von eurer Seite bitte auch Angebote, die dazu führen, dass am Ende mehr Leute mit dieser Südbahn fahren. Und die Südbahn ist das Rückgrat einer Region, das kann ich nur noch mal sagen. Diese Region wird massiv vom demografischen Wandel betroffen sein. Anders als die Region an der Küste, Rostock, Greifswald, Stralsund, da oben, da ziehen Menschen momentan hin. Da unten wird es richtig schwierig und eine gut ausgebaute Bahnlinie, es ist sehr schön da, aber ohne dass man dorthin und wegkommt, ist das für älter werdende Menschen ein Riesenproblem. Und eine Investition von 40 Millionen, und ich glaube, dass wir das Geld dafür durchaus ausgeben könnten, für die Ertüchtigung der Südbahn, sodass wir eine attraktive, schnelle Strecke dahin bekommen, wäre ein Signal auch an junge Familien, an ältere Leute, zieht in die Richtung dieser Bahnstrecke, dann habt ihr dauerhaft abgesichert einen ÖPNV. Der Bus hat viele Vorteile, aber in dem Fall ist sein größter Vorteil die Flexibilität auch der größte Nachteil. Man kann nämlich über Nacht die Strecke einfach woanders langlegen und schon gelten neue Regeln, um da hin und wegzukommen. Ich will nochmal zum Thema regenerative Energien, ich hatte es ja gesagt, der große Mittelaufwachs freut uns ausdrücklich. Was ich natürlich nach wie vor immer noch bedauere, ist das Thema 5 Millionen geben wir als Zuschuss aus für Wendelstein 7X. Das musste hier nochmal gesagt werden, Herr Lisko.
Wir sind ganz klar auf dem Stand, dass wir sagen, wir bekennen uns zu den abgeschlossenen Verträgen, aber wir wünschen uns, dass wenn es an Vertragsverhandlungen geht, und wir haben jetzt 2014, wo ja irgendwas passieren soll bei Wendelstein 7X, wo wir auch evaluieren können, bringt es das, so viel Geld dort zu versenken? Ich denke, es ist versenken. Dann sollten wir nochmal drüber reden, ob man dann nicht auch eine Ausstiegsklausel aus diesem Projekt irgendwann hinbekommt. Ansonsten danke für Ihre Aufmerksamkeit.